Hallo und herzlich willkommen zurück zu Unstable 1.8. Ich habe jetzt erstmal genug Obsidian gesammelt und das Tool hat sich echt sehr gut gemacht. Ich bin sehr stolz drauf. So, das darf weg, das darf weg. Du bleibst hier, ihr kommt darüber. So. Und jetzt können wir anfangen zu craften. Ich brauche dafür auch wieder Redstone, Gold, Eisen habe ich, Diamanten, Stein, Kobbel und Holz. Wood. Kann ich auch viel zusammen craften eigentlich? So. Alle. Ups. Komm her, du. So. Holz. Allem für Gears. So. Stone Gear. Eisen Gear. Gold Gear. Diamond Gear. Meine Güte, so viel Erfolge dafür. Zack, shiny. Jetzt brauchen wir das Diamant Gear, das Dingens und zack. Für einen Assembly Table. So, jetzt müssen wir noch überlegen, wo das Ganze denn hinbauen wollen. Wir brauchen eine kleine Stromgeneration dafür. Oder Generierung in dem Fall. Ich glaube, ich werde das Zeug mal nach drüben verfrachten. Habt ihr noch Strom eigentlich drin? Ja, habt ihr. Das ist nicht so gut. 28 Hypothek, du machst 60 und du machst 70. Ihr kommt jetzt mit. Wird jetzt zweckentfremdet. Euch geht soweit gut. Ihr kommt hier auch mit. Erstmal nicht, aber ich brauche die Pipes dafür. Und sicherheitstechnisch kommt hier Kobbel zwischen. Auf jeden Fall. Ich werde, weil ich es wahrscheinlich sicherlich brauchen werde, die Furnace mitnehmen. So. Das Ganze mal irgendwie hier in die Wand hauen. Der kommt hier hin. Die Generatoren kommen hier hin. Wie viel habe ich? 2,5. Dann wird hier hinter. Hier kommen die Laser ran. Und hier wird Strom verlegt. So. Also. Zack, 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 zack. Schwuppdiwupp. Nee, wir brauchen so wenig Platzverschwendung wie möglich. Oh nein, nicht wegbuggen. Bist du bescheuert? Oh shit. Oh, danke schön. So. Also das wieder hin. Das wieder hin. Du kommst hier hin. So. Also. Generatoren. Die Generatoren. Warum bist du anders als die anderen? Ich hab keine Ahnung. Ach, Electric Furnace bist du. Natürlich. Du darfst ruhig da bleiben, ja. Also, du bekommst... Ich habe jetzt 3 Motherboards... Efficiency hier Prozessors 8 kommt in diese kommt in diese Furnace. Wir können ja mal zwischendurch austauschen, wenn ich Bock habe. Einmal 5 und einmal 4. Ach. So. Dann brauche ich noch die Lasers. 3 Stück am besten. Redstone habe ich. Diamanten habe ich. Lasers. So. Wir könnten. Wow, 9 Stück machen. Wir machen erstmal 3. Tiny Lasers. Ach ja, du musst erstmal weichen, denn
Ich habe nicht genug Strom. Oh, aber ich habe eine gute Idee. Machen wir es doch einfach so. Generatoren. Und hier kommen die Maschinen hin. So in etwa. Warum auch nicht? Okay. Licht nicht vergessen. Das ist ein bisschen dunkel hier. Und dann die Laser hier drauf. So. Sehr schön. Sehr schön. Okidoki. So, jetzt haben wir hier ein lustiges Interface. Und ja. Jetzt müssen wir Sachen herstellen. Und zwar, ich glaube, bevor ich jetzt hier großartig anfange, baue ich schon mal direkt den Integration Table. Integration Table. Diamond, Redstone, Chipset, Gold. Okay, Redstone, Chipset, einfach Redstone. Und eine Menge, Menge RF. Redstone, Chipset, Chipsets. Und ein bisschen Chest. Schon daneben stauen. So, denn das Ding kann automatisch in der Kiste outputten, ansonsten würdest du mir einfach das Zeug entgegenspucken. So, eingeloggt ist es. Dann brauchen wir nur noch Strom, hä? Das ist Quatsch. So. Schwupp. Schwupp. Und es funktioniert nicht. Ach genau, ich weiß warum. Wegen der lustigen Wrench, die ich brauche, um dem Ding zu sagen, wo es extrahieren soll. Wrench, genau. Das war die Kiste damit. Ups. Output, jawohl. Output. Grüne Laser sind gut. Grün heißt, die laufen auf wunderbarer Geschwindigkeit. Ja, wir haben 120 Hertz pro Tick, die wir auch benötigen, um diese Chipsets fertig zu machen. Sehr schön. Sehr schön. Sind das wirklich 120? 70? Und 100? Ach so, von dem Dingens. Ja, okay. Das sind aber dann 170, mein Freund. So viel brauche ich doch gar nicht. Okay. 60 und 70 sind... Ich würde sagen, es sollte doch... Achso, du bist fertig. Natürlich, macht Sinn. So, jetzt automatisch ausgepuddelt in die Kiste hier. Wunderbar. Hier können wir jetzt das Ding reinmachen. So, okidoki. Das hätten wir schon mal. Jetzt brauche ich Enderperlen. Verdammt, scheiße, egal. Enderperlen ist mal unwichtig. Ich brauche... Habe ich Rosen? Oder rote Farbe? Nee. Aber er sollte bestimmt hier irgendwo... Oh, da ist ein Indie-Man. Ich sollte mir dringend eine Waffe bauen. Ganz dringend. Ach, was soll's. Ob ich den Enderman kriege? Wo ist denn überhaupt? Ich brauche dringend eine Enderperle. Nicht nur wegen dem wegen pulsating Chipset, sondern auch wegen anderen Dingen. Der ist irgendwo drunter, verdammt. Aber hier sind Rosen. Die nehme ich mit. Auch nämlich Farbe. Mach du nur äußerst auch noch. Ja, natürlich. Richtig geil. Richtig geil. Wow. Und die Lags sind real, wie immer. Wir kennen es ja inzwischen, nicht? Schwimmen im Regen. Wunderbar. So. Okidoki. Alles gut. Rote Rosen. Rote Rosen. Dazu. Rote Rosen. Noch einmal 4. Rosenrot. 4 Eisen. Ausloggen mal hier. Und 4 Redstone für
Red Pipe Wire. Das geht recht fix. Und das brauchen wir zusammen mit den Redstone Chipsets. Haben wir kurz hier 8 Stück. 8 Stück reicht, denke ich. So. Und dann können wir daraus ganz tolles Zeugs basteln. Und zwar Basic Gates. Das ist eine tolle Erfindung, das sage ich euch. Das Ding kann eine gewaltige Menge, auch wenn es nur sehr klein aussieht. Ich brauche Kakteen oder grüne Farbe. Ja. Alles bei Gelegenheit. Okay. Immerhin haben wir da schon mal ein Gate. Ich brauche 2 Gates am besten. Es sollte das abwechselnd machen. Wenn ich die 2 Sachen eingeloggt habe, die er beide machen kann, sollte er die abwechselnd herstellen. Ja, ein Gate, ein Chipset. Sehr gut, 2 Gates brauche ich. Der bastelt das Zeugs vor sich hin. Okay, die Gates können jetzt mal hier vor sich hin backen und dementsprechend machen wir jetzt mal hier weiter. Und zwar haben wir noch Zeit, wunderbar. Das heißt, wir werden jetzt erstmal einen Körper machen into Deep Resonance. Resonance, irgendwie so. Das darf jetzt erstmal kurzfristig weg. So, ich brauche jetzt erstmal meine Deep Ohr-Gedönse. Und zwar wie in, ja, wir könnten daraus ein Buch machen. Sollten wir bei Gelegenheit vielleicht mal tun. Und ich würde gerne die Resonating Plates machen. Da frage ich mich allerdings gerade, kann man die noch etwas erhöhen? Nö, ne? Das ist Maximum 8, das Max, okay. Davon brauchen wir erstmal ein bisschen was. Das sollte auf nächstes Mal reichen. Für jetzt. So. Gut. Dann. At a deep. Als allererstes brauchen wir einen Schmelter. So, für den Schmelter brauchen wir einen Machine-Dingsbums, Steineisen und die lustigen Teile hier. So. Dann, bevor wir hier los... Okay, das mache ich dafür. Glas. Habe ich noch Glas? Ups. Da? Nee, aber Sand. Doch, Glas würde ich noch haben, oder? 4 Glas. Reicht nicht. Kann ich im Crusher hier eigentlich... Im Pulvus? Kann ich im Pulvus Rezepte anzeigen lassen? Nee. Aber... Können wir Sand herstellen im Pulvus? Pulvus. Gravel wird zu Sand. Und im Gravel, im Pulvus aus Cobblestone. Okay. Nice. Habe ich Gravel? Wahrscheinlich nicht. Ich kenne mich ja. Gravel. 6 Stück. Ist ja der Wahnsinn. Dann nehmen wir mal einen Stack Cobblestone und lassen uns mal durch den Pulvus rattern. Oh, genau. Warte mal. Wie heißt dein Mod? Furnus, ne? Ja. Furunus. Furunus. Mein Gott, Furunus. Oh. Wir können dich ja aufwerten, ne? Ja, mit Speed Upgrade und Efficiency Upgrade. Aha. Snow. Ja, toll. Ein Speed Upgrade. Habe ich so viel Redstone noch übrig? Zwei Blöcke? Drei Blöcke? Ich habe kein Clay mehr. Okay, lassen wir es erstmal, aber können trotzdem schon mal hier einen Cobblestone durchpulvern lassen. Mhm. Dann. Zurück zu Deep Resonance. Okidoki. Ich brauche den Schmelter. Dafür brauche ich Nether Bricks. 1, 2, 3, kein Problem. Das und das, zack. So, ein Smelter. Für den Smelter brauchen wir allerdings 2x Tanks. Was fehlt? Das, genau. Das Glas. Denn diese Tanks beinhalten dann das, was der Smelter braucht zum Verarbeiten. In dem Fall Lava zum... Ja, quasi als Hitzequelle. Und der zweite Tank ist zum Outputten des flüssigen
Crystals. Oder wie man es nennen mag. So, apropos Crystals. Ich glaube, das Ding packe ich direkt mal hier ins Eck. Und hier kriegen wir dann Strom her. Ah, das ist echt blöd mit den Dingern, weil die Dinger so teuer sind, die Pipe-Teile. Egal, da gehen wir jetzt, da müssen wir jetzt durch. Auch wenn es mal kurz kostet. Wir sollen nicht ganz so geizig sein, ne? Also, Tank. Smelter. Zweiter Tank. Unten ist Lava Input. Oben ist, ja, Crystal Output. Dann brauchen wir jetzt noch eine Menge von den Energy Pipes. So, wie werden die gemacht? Mit Glas und Eisen. So. Mhm. Und dann waren das Redstone-Blöcke, glaube ich, pro Upgrade, ne? Ja. Das heißt, ich muss erstmal ein bisschen Redstone noch sammeln gehen. Verdammt. Und ich glaube, ich werde jetzt bis auf, sagen wir mal, 8 Lapis hier alles drauf ballern, was ich kann. Für mehr Fortune. Und dann reichen die 5 sogar schon für das Ding. Um ins Eck zu kommen. Schauen wir mal. Könnte reichen, ja. Hoppala. Lass mich hier durch. Dankeschön. Sagt F4 dazu. F4 sagt, ich... Sagt gerade gar nichts. Doch da draußen. F4 sagt, keine Zahlen vorhanden. Wunderbar. Keine Zahlen ist gut. Heißt, Lichtlevel ist in Ordnung. Ja, perfekt, das reicht. So, du darfst dich jetzt gerne mit Energie vollziehen. Oh, und bist du fertig? Oder hast du keine Energie mehr? Du bist fertig. Prima, prima, prima. So, du arbeitest hier fleißig weiter, ja. So, jetzt wird es interessant. Und zwar, dieses Gerät ist ein bisschen komplizierter, als es auf den ersten Blick erscheint. Denn, also... Deep Presence, wir kennen ja hier unsere kleinen blöden Kristalle, die wir in der Welt gefunden haben. Die 3 verschiedene Attribute haben. Einmal die Stärke, die Effizienz und die, ja, die Reinheit. Und, ja, wir brauchen halt, also die Stärke ist halt wichtig für die Energiegewinnung. Die Effizienz, nee, die Stärke ist dafür, ich weiß gar nicht, wofür ist die Stärke? Ich weiß es nicht. Effizienz auf jeden Fall für den RF-Output und die Reinheit für die Pollution, die das Ganze macht. Also, wenn wir das Ding, diese Kristalle zum Energiegewinnung nutzen, entsteht Pollution, was halt zum Beispiel Hunger gibt oder Poison und so weiter. Und je höher die Reinheit, desto ja, weniger die Verschmutzung. Und um diese Kristalle quasi in guter Reinheit herzustellen, brauchen wir verschiedene Maschinen. Einmal natürlich flüssiges Kristall, in dem Sinne Resonating Ore. Wir brauchen dafür allerdings für einen Kristall einen halben Stack Ore. Und ja, dann bevor wir quasi den Kristall an sich herstellen, müssen wir das flüssige, ja, das flüssige Kristall erstmal auf die richtige, ja, Reinheit bringen. Dazu müssen wir es filtern. Und ja, wie gesagt, der Schmelter ist als erstes mal dazu da, um das Ganze zu schmelzen. So, wir haben verschiedene Möglichkeiten, das Ganze zu schmelzen. Und zwar kommt es immer ganz darauf an, wie viel Lava hier drin ist. Und zwar, ich glaube, wenig Lava im Tank ist langsam. Aber gibt... Oh, ich weiß es gar nicht mehr. Ich weiß nur, dass zu viel Lava das Ganze zwar schneller macht, aber dafür die Reinheit flöten geht. Und ich weiß, dass genau die Hälfte des Tanks... Der Tank hält 160 im... Minibuckets, also 16 Eimer Lava und 8 Eimer sind perfekt. Wir wollen immer auf dem 8 Eimer Lava Level bleiben und um jetzt hier anständig arbeiten zu können, brauche ich auch mal die Buildcraft Tanks, weil die blöden anderen Eisentankdinger werden ja immer leer, wenn man den Chunk entlädt. Das ist ziemlich beschissen. Habe ich noch mehr Glas? Ich habe, glaube ich, gar kein Glas mehr sonst, ne? Ja, schön. Forenus, wie schaut's aus? Aha. Gut, machen wir hier weiter, bitte. Danke. So. Hup. Und ich muss mehr Resonating Ore finden, ganz dringend. Gibt es dafür eigentlich hier... Warte mal.
eine Dingens? Nee, ne? Vielleicht im Buch. Vielleicht im Buch. So, ich brauche plus 8 Glas für einen ordentlichen Tank. Bildcraft-Tank, ganz einfach. Der ist allerdings nicht portable, das heißt, wenn wir den kaputt machen, dann geht alles, was da drin ist, flöten. So. Und zwar würde ich es dann so machen wollen. Mach es am besten, ist ein bisschen eng hier. Wie viel? Einen habe ich noch, ne? Ne, es geht auch so. Es geht auch so. Und zwar, wenn wir jetzt das hier wegmachen und den Tank hier hinstellen, dann würde ich den Tank von hier nach unten da unten rein pumpen lassen und dann mit den Gates das Ganze kontrollieren. Und das können wir eigentlich direkt mal machen, oder? Ich habe noch kein Pipe Ceiling. Ich brauche grüne Farbe dafür. Pipe Ceiling mache ich aus grüner Farbe und nur aus grüner Farbe, oder? Und nur aus Kaktus. Das könnte wiederum ein Problem geben. Haben wir irgendwo schon mal eine Wüste gefunden? Nein, das haben wir nicht. Kakapupu. Kaktus. Wir können es umwandeln. Slime into Kaktus. Über Botania. Das wäre quasi die perfekte Möglichkeit, auch direkt mal einen Körper nach Botania reinzumachen. Der Katalys ist nämlich nicht so teuer. Ich brauche bloß Blaze Rods dafür. Wieder eine Enderperle. Wäre eine Idee. Das heißt, wir werden zu diesem Mod noch in einen weiteren Mod eintauchen müssen. Naja, das haben wir ja immer über drei Ecken, irgendwelche Mods nutzen zu müssen. Aber ist ja auch gut. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, ciao, ciao.